Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Wie geht's dir? Mir geht's gut, danke. Wie geht's dir? Alhamdulillah. Also Schwester, du möchtest den Islam annehmen? Ja, ich bin schon vor einem Jahr konvertiert und bin auch schon mit einem Ägypter verheiratet und wir möchten jetzt auch aufs Standesamt, weil wir auch ein Kind erwarten. Und da soll es eingetragen sein, dass ich einfach Muslim bin. Okay, Schwester. Wir sagen dann die Schahade, das Glaubensbekenntnis zusammen. Ja. Und dann erzählst du uns ein bisschen über deine Geschichte. Okay. Okay, sag mit mir zusammen. Ashhadu. Ja. Ashhadu. An. La ilaha. La ilaha. Illallah. Illallah. Wa. Wa. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasulu Allah. Alhamdulillah. Allah. Damit hast du, wie gesagt, deine Konvertierung öffentlich gemacht. Du bist ja vor einem Jahr konvertiert, wie gesagt. Genau. Und erzähl uns mal über deinen Weg. Wie bist du zum Islam gekommen? Der Islam ist doch eine Religion von Terror, frauenverachtende Religion. Im Islam haben die Frauen keine Rechte. Und das sind ja Nein, alles... Ich glaub nicht. Das dachte ich früher auch, aber ich weiß, dass es nicht so ist. Also wenn man sich mit dem Islam beschäftigt, dann merkt man auch, dass es nicht so ist. Alhamdulillah. Der Islam ist keine unterdrückende Religion für Frauen. Im Gegenteil, beschützt die Frau. Allahu Akbar. Ich bin auf jeden Fall katholisch erzogen. Ja. Und schon vor 10 Jahren bin ich ausgetreten. Nicht, weil ich nicht an Gott glaube, sondern mit der Lehre der Kirche nicht einverstanden bin. Ja. Und ich habe dann viel mit einem Bruder über den Islam gesprochen. Und er hat auch viel Geduld mit meinen Fragen gehabt. Möge Allah ihn dafür reichlich belohnen. Amin, hatten wir gerade als Thema gehabt, Geduld mit den Leuten. Mein Bruder hat wirklich Geduld gehabt mit meinen Fragen. Ich hatte viele Fragen, wie Deutsche halt sind. Und auch, wie der Islam in Deutschland so von anderen Leuten also erzählt wird, falsch erzählt wird, hatte er wirklich Geduld. Was hast du denn für Fragen, wenn ich fragen darf? Was waren so die Fragen, die dich bewegt haben damals? Zum Beispiel mit Frauen, ob Frauen damit einverstanden sein müssten, dass jemand zwei Frauen hat. Oh. Oder ja, sowas zum Beispiel, was halt so deutsche Frauen beschäftigt. Ja. Maschallah. Also eine Frage davon. Also halt Themen, die sozusagen mit der Frau zu tun haben. Frau im Islam. Welche Rechte hat sie? Welche Regeln sind da? Ja. Maschallah, genau. Ja, die Bibel, wir Muslime glauben ja auch an die Bibel, an die Tora. Aber wir Muslime sagen, dass die Bibel oder die Tora und das neue Evangelium entstellt worden sind, verfälscht worden sind mit der Zeit. Genau, und so ist es auch. Und die Dinge, die mit dem Islam übereinstimmen, sind die Dinge, die noch im Original übrig geblieben sind. Genau, und die haben auch keine Widersprüche. Und in der Bibel gibt es da einfach Widersprüche. Okay, dann hast du deine Fragen beantwortet bekommen. Und was hat dich dann letztendlich dazu bewegt, zu sagen, ich möchte jetzt Muslima werden? Ich habe mir einen Koran gekauft, aufgrund dieser Gespräche, und habe den gelesen. Und dann bin ich vor einem Jahr voller Überzeugung und mit vollem Herzen konvertiert. Aha, mashallah, Allahumma barik, alhamdulillah. Wie haben denn deine Familienangehörige darauf reagiert? Das ist ja auch immer interessant. Deutsche Nicht-Muslime, die Caroline, 38, wieder vor einem Jahr 37, sagt, ja, hier, hallo Leute, ich bin jetzt Muslima. Wie reagieren die dann darauf? Also meine Eltern haben es lange nicht gesagt, aber durch meinen Mann, den meine Eltern jetzt natürlich auch kennen, der ist ja auch Muslim. Ach so, ja, klar. Haben sie sich dann auch quasi etwas geöffnet. Und haben das dann auch schon mitbekommen, weil ich habe dann kein Alkohol mehr getrunken, habe kein Schweinefleisch mehr gegessen. Und haben das dann auch mitbekommen. Also meine Eltern sind sehr offen gegenüber dem Islam. Ich hatte jetzt kein Problem gehabt. Alhamdulillah. Ja, dein Mann wahrscheinlich auch ein guter Schwiegersohn. Er hat ein gutes Beispiel dargelegt, sage ich mal. Und dann haben sie auch durch ihn sozusagen auch ein Bild bekommen vom Islam. Genau. Alhamdulillah. Also Leute, seid gute Schwiegersöhne, okay? Du hast dann dich trotzdem mit dem Koran beschäftigt. Du hast gelesen. Wenn du Fragen hattest, hast du Fragen gestellt. Genau. Viel Unterricht. Schau einfach, um das alles zu verstehen. Und dann auch wirklich dann zwischen Bibel und Koran auch Differenzen halt gefunden. Maschallah. Unterschiede.
ganz klar, damit habe ich mich wirklich am Anfang am meisten beschäftigt, weil ich bin wirklich streng katholisch erzogen, also ich kenne mich in der Bibel auch sehr gut aus. Alhamdulillah, sehr und gut. Und von daher, wo habe ich wirklich auch die Differenzen da gesucht. Wie hat denn dein Umfeld auf deine Konversion reagiert, die Nicht-Muslime, die Deutschen? Nicht sehr gut. Oh, Schweinfurt, wo liegt Schweinfurt? Schweinfurt liegt in Bayern. Ach ja, klar, natürlich. Ja. Ja, die Leute sind da eher ein bisschen konservativ, ja. Manche Freunde waren sehr offen und meine muslimischen Freunde waren sowieso sehr glücklich, aber manche Freunde haben auch nicht sehr gut reagiert. Wie haben die denn reagiert, wenn ich fragen darf? Ah, dass ich jetzt halt rausgekommen und... Also nach dem Motto, das ist nur eine Phase bei der und die spinnt doch. Ach, so ungefähr. Ja, ja, klar. Ja, die denken dann, dass man halt spinnt. Die sagen, ach, das ist ein Spinner, der hat den Islam angenommen, Moslem und so. Die denken einfach, dass man verrückt geworden ist. Aber das hat nichts mit Verrücktsein zu tun. Das ist, man ist Muslim, man wird Muslim, man nimmt diese Religion an und das war, man ist wie vorher. Ändert sich nicht viel. Das hat auch viel mit der Meinung in Deutschland zu tun über den Islam. Und die Meinung ist einfach nicht richtig. Das hat nichts mit Islam zu tun, was die Leute denken. Also das Ja, deswegen dein Appell nochmal an die deutschen Nicht-Muslime. Was ist dein Appell an sie? Sich einfach mal ein bisschen offen gegenüber der Religion verhalten und mal erstmal rausfinden, was die Religion wirklich sagt. Weil die Religion spricht nicht von Terrorismus. Im Gegenteil, der Islam nur die Liebe. Möge Allah dich belohnen, Schwester. Das war auf jeden Fall ein interessantes Gespräch mit dir. Wünsche dir auf jeden Fall alles, alles Gute. Möge Allah dir Segen geben. Deinen Mann und dich beide beschützen und euch das Glück im Diesseits und im Jenseits schenken. Amen. Alles klar, Schwestern, dann bis später. Salam. Salam alaikum. آمنت أن الآخرة لا بد يوما آتية كل الخلائق حاضرة كل السرائر بادية.